Muss das sein? Seid ihr wirklich so behindert? Es tut so viel. Es tut, ey, was soll das denn immer? Nee, komm, hier. Fick dich. Level 20! Hey, ja, das ist total interessant. Ist doch klar, Tauburger. Wach lieber auf, tipp der Mischdeck, das gibt's aus, weil das sind die... Ich hab den Traum. Scheiße. Haben wir noch Aufwecker? Ja, ein. Ob das so klug war? Jedenfalls soll ich auf jeden Fall safen. Oh, und ich will nur einen Hypertank nicht einsetzen, weil der regeneriert fun fucking 200. Das wäre echt ärgerlich, wenn ich die jetzt aufbrochen müsste, weil die sind echt teuer und ich bin auch gar nicht so weit, dass ich irgendein Pokémon habe mit 200. Danke, Jesus Christus. So, Knuddeluft, du hast es nicht anders gewollt. Ich bin die ganze Zeit überlegen, ob es vielleicht doch klüger wäre, einfach mal Aquakarre zu machen, weil es eine Step-Attack ist. Die das Ding eventuell besser machen kann. Aber bis hat ja die... Das ist ein Scherz. Du kannst es trotzdem ballern. Geht doch. Mehr wollte ich doch gar nicht von dir. Ich weiß, das war eine Verschwendung. Ich hätte einfach angreifen sollen. Mit Glück wäre er vielleicht zurückgeschreckt. Oder er greift Hobo an. Egal. Triffst mich zweimal, habe ich kein... Oh Gott. Das habe ich kein Problem mit. So. Jetzt machen wir Akku. Mal gucken, ob die viel besser zieht. Au. Au. Ja. Ja, genau. Weißt du? Leck mich doch am Arsch. Fotze. Ach du, nicht schlecht. Danke. Milf. Milf? Milf? Seid ihr zwei Milfs? Ja, nein, vielleicht. So. Ich speichere nochmal vor so Schalber. Denn wir sind gleich in Teak City angekommen. Wir sind in Teak City angekommen. Ich glaube, ich muss mir nachher erstmal eine Schelle geben. So, Teak City. Ist da Lava? Lava. Ja. Ich heiße Bill. Und wer bist du? Oh, Tobias lautet also dein Name. Hör mal, ich bin der Erfinder des Pokémon-Übertragungssystems und deswegen eine mega wichtige Persönlichkeit hier in Johto, ja? Du kennst auch die Höhenregion, oder? Dort von jemand namens Lanette. Sie hat das Lagerungssystem um einiges bevorzugter gemacht, als es in meinen ursprünglichen Entwürfen war. Also in Kanto. Aber wenn wir auch weiter unser Bestes geben und alle gleichgesinnten Trainer aus dem ganzen Land zusammenarbeiten, können wir das System zum Tauschen und Lagern von Pokémon sicher auch in Zukunft noch sehr viel verbessern. Ich glaube, ich sollte so langsam mal wieder zurück nach Ducati City. Ich will mich mal wieder zu Hause blicken lassen, damit meine Mutter nicht denkt, dass ich mich die ganze Zeit nur mit Huren und Koks und Alkohol abgebe. Bis dann! Spacken! Was läuft bei mir im Kopf falsch, Mann? Was läuft da nur falsch? Ich weiß nicht. Okay. So viel dazu. Das heißt, eins von euch Schlampen
schmeiße ich jetzt in die Ecke. Ich weiß aber nicht welches. Ich muss auch kurz pausieren, denn ich muss kurz nachgucken, welches Pokémon ich hierbei kriege. Also bis gleich. Da 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 da. Das dumme Nidorino geht weg und mein Party auch. Ich sag euch auch gleich warum. Denn ich finde hier Vulpix und ein Evoli krieg ich auch gleich. Krieg ich wirklich. Jetzt da kurz zurückgespult. Ja. Dadurch, dass wir jetzt ein Bild gefunden haben. Oh yeah, kriegen wir jetzt endlich eine Evoli in der Ducati City. Woo! Deswegen werde ich mich da gleich wieder hinbegeben. Und nebenbei werde ich kurz auf Route 37 oder in Route 37 oder bei Route 37 einen kurzen Stopp machen, um hier mein Vulpix zu farmen. Habe ich mal ein Pokémon dabei? Ah, Pokémon habe ich. Ich gehe vor lieber nochmal ins Center. Ja, wo war der Center noch gleich? Schutz wirklich Melge. Achso, ja. Der hätte gerade langlaufen können. Naja, was heißt lang? Jedenfalls bis der Schutz ausläuft. So, ich brauche nämlich Tränke. Gib mir Tränke. Tränke. Ah. Geld habe ich. Doch, ich habe voll viel Geld, Digga. Das geht. Ich bin ein richtiger Geldsack. Ich bin ein richtiger Dagobert. Ich bin reich. Ich bin Tobias. Ich bin so reich. Mega reich. Frisst meinen Staub. Ich hab Geld. Ich gebe euch dafür Geld. Das ist voll geil. Magga, mein Staub frisst, ey. Aber gut, wenn ich dafür zahlen müsste, kein Problem. Das wäre echt flüssig. Ob Peter sich dazu überreden lässt. Mein Staub zu fressen, wenn ich ihn dafür mit zu bezahle. Dafür folge. Ich glaube, Peter ist nicht so eine Hure. Also so eine Marktnutte, ja. So, aber wir haben noch keinen Donnerstein, oder? Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir noch gar nicht. Okay, klar ist. Vulpix wird natürlich fester Bestandteil in meinem Team, wenn ich eins finde. Und dadurch haben wir dann auch schon mal das feuermäßig abgehakt. Durch Tauburger haben wir halt, ja, Flugattacken, Führerkopf halt Wasser, ne? So, und durch Blitzer, ja. Obwohl, es kommt drauf an, ja, welches Wesen Evoli gleich hat. Das optimale Wesen wäre ja, jetzt muss ich kurz überlegen. Was wäre das optimale Wesen? Initiative und Angriff runter. Initiative hoch, Angriff runter. Hi, ich bin Sonnfried von Sonntag. Soll heißen, heute ist Sonntag. Man hat mir aufgetragen, dir das zu geben, wenn ich dich treffe. Perfekt. Dieses Ding, was war das nochmal? Ah, jetzt erinnere ich mich. Gibt es einem Pokémon, das Elektroattacken verwendet zum Tragen? Meine Schwester Monja behauptet, das macht sie noch effektiver. Geil. Macht sie wirklich. Finde ich sehr gut. Magnetisch erhöht die Elektroattacken. Oder Elektroangriff eines Pokémon. Und deswegen habe ich mich gerade dazu entschieden, mir wirklich ein Blitzer zu holen. Egal, scheiß auf den Typen. So, Lyra hat mich gerade angerufen, aber ich habe sie weggedrückt. Das ist nicht so Boyfriend-mäßig verhalten, aber egal. Wo ich euch nur raten kann, ne? Wenn ihr gerade was Wichtiges zu tun habt, ne? So wie ich jetzt zum Beispiel aufnehme, ne? Gehe ich auch nicht ans Handy, oder? Aber eigentlich schon. So zum Nachricht machen wollen, ja, aber nicht, wenn ich angerufen werde. Wenn eure Freundin euch anruft, ne? Ey, geht da bloß ran. Ihr zum Beispiel jetzt auch Penny blinkt. Pumpe kann ich angeben, wenn ich schlafen. Gleich merkst du, wie viel drin ist. Nicht wieder so ein Psycho-Hengst, wa? Doch. Lorit. Das drittgrößte Pedo-Pokémon. Nach Hypno und ratet, ja, gut, geil, oder? Nein. Oh, das ist ein Scherz. Da. Ich schlafe. Welches Pokémon ist denn da? Ich hab doch Opfer gekauft, hab ich nicht Opfer gekauft, Junge. Ich echt nicht. Das ist natürlich ärgerlich. Was denn jetzt mit dir? So.
So, was macht er? Konnte. Natürlich. Mittlos. Bin ich jetzt mal wieder aufgewacht? Ey, sag mal, Tauboga, ne? Was träumst du denn hier? Tauboga, mach mich nicht unglücklich. Sonst passieren schlimme, schlimme Dinge. Fick dich! Genau davon habe ich geredet! So, ich glaube, ich hätte aber gleich wechseln sollen. Weil ich habe ja Biss! Schreck zurück! Denn mein Tyrannosaurus ist furchterregend, oder Stöpfer? Ich lasse ja halt gar keine Wahl. War ja nicht so, dass es gerade die Frage war. Was ist hier los? Was wollen jetzt alle auf mir? Weißt du, da fange ich jetzt echt an... aufzunehmen. Und jetzt wollen alle wieder was von mir. Weißt du, wie nervig das einfach nur ist? Okay, Moment, mein Tauboga ist tot, ne? Das ist natürlich ärgerlich. Aber kein Hindernis, denn ich habe meinen Radikal von. Was ist aber nicht so gut ist. Das ist genug zu viel. Aber ist egal. Wir holen uns erstmal ewig. Komm, wir müssen auch mal strikten Plan verfolgen. Nicht wie immer. Ne? Ich laufe ja sonst immer planlos hier durch die Gegend. Klappt eigentlich auch immer. Aber das lasse ich jetzt mal. Das tut mir echt leid. Das tut mir echt leid. Ne, warte, habe ich überhaupt Pokémon mit dem Schneider? Ja, habe ich. Ah, ich habe Radikal noch dabei. Yeah. Schlimm. Sehr gut. Fuck. Ara, geh mir nicht auf meine Eier, denn du stinkst so dermaßen ab. So. Ja, können wir den Weg ja durch den Nationalpark auch gleich auslassen? Na? Krieg ich jetzt eigentlich schon mein... War das so? Ich weiß... Ich erinnere mich jetzt gar nicht, was so Silber daran, wann ich das gekriegt habe. Aber ich weiß jetzt, oder ich kann euch ja verraten, dass wir den finalen Part von Soul Silver gedreht haben. Oho! Und das ist das was, mein lieber Jo... Nee, gar nicht, wie heißt der? Mein lieber Horst! Bist du auch da? Kennt ihr Lava Lichter lecker? Ist das was? Ich habe letztens erst wieder Switch Reloading geguckt. Das ist so geil. Dieser Max Giermann, der kann alles. Den kann man bis zum Himmel preisen, ne? Boah, ich weiß nicht. Der macht Stefan, ne? So, meine Damen und Herren, dann habe ich hier noch was für Sie. Ja? Und zwar, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, ja? Aber ich, Großkreuz, ja, wie heißt Kevin? Kevin, ja. Kevin Großkreuz pinkelt an eine Säule in der Disco, ja. Was war denn da los, ja? Dazu ein zu viel eingeschenkt. Und was war da? So, ich weiß, der war schlecht, aber ich weiß nicht. Boah, Max Giermann, geilster Magger ever. So, hey Bill, gib mir Evoli. Oh, hallo Tobias, ich hätte eine Bitte an dich. Nimm doch bitte dieses Evoli. Ich habe ihm bei der Einrichtung an seiner Nintendo Wi-Fi Connection geholfen und plötzlich war es da. Es braucht unbedingt jemanden, der sich um es kümmert, aber ich verlasse nur sehr ungern das Haus. Warum spielst du dich einfach mit ihm? Tobias, tust du es oder tust du es nicht? Ja, komm, lass es machen. Ich brauche aber ein Blitzer. Das heißt, ich darf nicht so viel mit meinem Evoli spielen. Laut Professor Lind kann Evoli nach der Entwicklung 7 verschiedene Gestalten annehmen. 7? Warte. Tobias, rechne weiter. 4. Generation. Diamant und Perl. Details. Aquana, Flamara, Blitzer. Nataraziana. Und... Fulipurba? Wie ist das? Oh mein Gott! Glaceon, genau! Oh mein Gott, ich bin so genial! Oder Glaceon? Ich weiß nur das englische Wort, das ist Glaceon, glaube ich, oder? Das Eis-Pokémon. Wenn das möglich ist, dann kann ich auch mit Hufflepuff austauschen, gell? Jetzt ist aber die Frage. Wie viel Level ist das überhaupt? Ist das was? Mein lieber Horst. Bist du auch... Das ist Level...